Mein Vortrag am 19.10.2016 auf der Zukunft Personal in Köln. Hier nochmal als Video. Bleiben Sie dran. Hallo, mein Name ist Patrick Illing vom Gesundheitsmanagement Ruhr. Wie versprochen möchte ich für alle diejenigen, die in der vergangenen Woche nicht die Möglichkeit hatten, zur Zukunft Personal zu kommen, hier nochmal meinen Vortrag darstellen zum BGM 4.0. Ich mache das heute mal ein bisschen anders. Ich werde zwischendurch das eine oder andere Bild reinhalten in die Kamera. Die Bilder werde ich dann auch im Video zwischendurch nochmal einsetzen, dann allerdings ohne Kommentar. Ja, BGM 4.0. Der Einstieg erstmal war, ich hatte einen kleinen Baustein, einen Lego-Baustein, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann. Das sind die Originalbilder von der Zukunft Personal gezeigt und einfach mal in die Runde gefragt, was Sie da sehen. Ein Baustein, ein Lego-Baustein, Spielzeug, wie auch immer. Im Grunde genommen aber ging es darum, BGM wird heutzutage oftmals als ein mehr oder weniger unsortiertes Zusammenspiel von einzelnen Bausteinen erfasst. Ich habe dann die Leute am Stand, es waren am BGM Meeting Point immerhin so ungefähr 50 Personen, gefragt, welche fünf wichtigen Antworten erwarten Sie in den kommenden rund 60 Minuten? Da kamen dann so Antworten bei raus oder die wichtigsten Fragen waren, wofür steht das 4.0? Wie kann ich Unternehmen insgesamt sensibilisieren, mehr im Bereich BGM zu tun? Ganz zentrale Frage auch, wie kann ich die Mitarbeiter motivieren? Denn das schönste Konzept bringt wenig, wenn die Mitarbeiter nicht motiviert sind. Die vierte Frage war dann, wie wird BGM ganzheitlich? Was verstehen wir überhaupt unter ganzheitlichem BGM? Und zum Schluss war dann auch noch Interesse daran, was für sinnvolle oder sinnlose Maßnahmen gibt es im BGM? Ja, wir haben das dann so ein bisschen mal auf uns wirken lassen. Dann kam so die Frage, wer schon erste Erfahrungen im Unternehmen hat mit BGM. Das Feedback einzelner Zuschauer ging in die Richtung, dass man sagt, okay, ja, wir haben so die typischen Sachen mal gemacht, die waren aber nicht wirklich nachhaltig. Der eine oder andere hat schon mal größere BGM-Konzepte kennengelernt, das war dann ganz gut. Aber insgesamt war ja doch die Resonanz eher verhalten. Wir sind dann weitergegangen und haben uns überlegt, was verstehen wir überhaupt unter dem Begriff ganzheitliches BGM. Auch da habe ich in die Runde gefragt. Sie sehen dann gleich auch auf dem Foto, was dabei rausgekommen ist. Also zum einen, es soll alle Bereiche abdecken, es soll zentral gesteuert sein, zentral evaluiert sein, soll Teil der Unternehmenskultur sein und nachhaltig. Das waren so die fünf wichtigsten Punkte, die aus der Zuschauerschaft reinkamen. Wie sieht BGM nun aus? Zunächst einmal müssen wir uns Gedanken machen, wie sieht überhaupt die Krankensituation in Deutschland zurzeit aus? Ich habe hier eine Grafik gefunden aus dem Jahre 2013, 2014. Wir haben es hier ein bisschen aufgeschlüsselt, kurzzeitige Erkrankungen 1 bis 3 Tage bis hin zu Erkrankungen, die mehr als 42 Tage dauern. Was man hier sehr deutlich sieht, der Anteil ungefähr ein Drittel, ein gutes Drittel, der Krankheitsfälle sind 1 bis 3 Tage, dann wird das Ganze etwas, kehrt sich ein bisschen um. Bis hier unten haben wir dann in Deutschland ist immer der dunkelgrüne Balken, 4% der Fälle, die immerhin 46% der Krankheitstage ja quasi schlucken, vereinnahmen. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Zahl. Was auch auffällt, wenn wir uns das Ganze mal betrachten unter dem Hintergrund,
einer gewissen Verteilung, einer Altersverteilung. Wir haben hier oben Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Das geht dann so in 5er-Stufen weiter, bis wir hier unten im Bereich sind mit 60 bis 64 Tagen. Auch hier sehr bemerkenswert, dass die Krankheitsdauer bei den jüngeren Leuten eher kurz ist, im Schnitt so um die 6 Tage, bei den älteren Personen um die 22 Tage. Das hat eher weniger damit zu tun, dass jüngere Leute lieber blau machen. Das war dann auch so eine Idee der Zuschauer. Aber es liegt oftmals daran, dass jüngere Leute vielleicht etwas schneller zum Arzt gehen, aber auch schneller wieder genesen. Abschließend eine Grafik, die, glaube ich, sehr wichtig ist, gerade auch vor dem Hinblick der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Die psychischen Störungen, die immerhin um die 40 AU-Tage bedeuten. Jeder Unternehmer kann sich vorstellen, welcher wirtschaftliche Schaden daraus entsteht, dass die Mitarbeiter fast bis zum Maximum der Möglichkeit oder der Eigenbezahlung ausfallen. Hier ganz besonders die psychischen Störungen mit 40,1 Ausfalltagen. Das ist schon eine sehr schwierige Angelegenheit. Ja, wer muss Ihrer Meinung nach ins BGM im Unternehmen mit einbezogen werden? Ich halte es auch hier mal so ein bisschen hoch. Wir kennen so die Pyramide im Unternehmen. Ich halte es mal so ein bisschen hier hin. Wir haben oben die Geschäftsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter und unten die Azubis. Ich kann natürlich damit anfangen, dass ich für die einzelne Ebene mir mehr oder weniger schöne Programme ausdenke, Maßnahmen ausdenke. Am Ende des Tages wird es aber eher wenig nachhaltig sein, wenn ich nur für die Mitarbeiter zum Beispiel irgendwelche Programme starte, die Führungskräfte, Teamleiter, Abteilungsleitungen und so weiter oder auch Stabstellen als Multiplikatoren nicht bereit sind, diese Maßnahmen auch personell oder zeitlich mitzutragen. Wenn ein Abteilungsleiter sagt, ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter während der Arbeitszeit an irgendwelchen Maßnahmen teilnehmen, dann wird es natürlich sehr schwierig. Von daher ganz wichtig, die Geschäftsleitung muss erstmal davon überzeugt sein, dass BGM Sinn macht, dass BGM eine gute Maßnahme ist, ein gutes Programm ist, für die Mitarbeiter da ist. Wenn die Geschäftsleitung das entsprechend für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt, dann im ersten Schritt die Führungskräfte einbinden. Wir kommen dann nachher auch im Bereich der Dienstback noch dazu, warum es sehr wichtig ist, die Führungskräfte einzubinden. Dann muss BGM im Prinzip von oben nach unten durch die Ebenen hindurchlaufen. Ja, Sie sehen hier, wo fängt ganzheitliches BGM eigentlich an? BGM ist immer so eine Mischung Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Schutz der Mitarbeiter. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln. Wo BGM überhaupt anfangen sollte. Der erste Schritt ist mit Sicherheit, dass sich das Unternehmen überhaupt mal im Kern, in der Grundphilosophie ausrichtet. Und das zum Beispiel zeigt durch ein BGM-Leitbild. Es gibt viele Unternehmen, die haben heutzutage schon Leitbilder, Führungsleitbilder und so weiter, die auch dann schriftlich irgendwo im Unternehmen publik gemacht worden sind, Unternehmensverfassung und so weiter. Wir gehen hier im BGM zu dem Punkt über, dass wir hier auch sagen, wir machen ein BGM-Leitbild, wir formulieren ein individuelles BGM-Leitbild. Was wichtig ist, die Bestimmung des Ist-Zustandes. Es bringt also eher wenig, einfach mal irgendwelche Aktionen, von denen man gehört hat, ja, wir bauen jetzt mal einen Obstkorb auf, wir bieten mal den oder den Kurs an. Das sind alles kurzfristige Maßnahmen, die eher wenig Nachhaltigkeit bieten. Von daher erstmal primär natürlich über die psychische Gefährdungsbeurteilung analysieren, wie stehe ich überhaupt da, wie ist die Situation, wie ist die Belastungssituation grundsätzlich, wie wird sie von meinen Mitarbeitern aufgenommen. Die psychische Gefährdungsbeurteilung optional natürlich auch ergänzt durch eine Bedarfsanalyse im BGM, wie auch immer die gefasst ist. Der Gesundheitszirkel, entweder als Berliner Modell oder als Düsseldorfer Modell. Das sollte ein Gremium sein im mittelständischen Unternehmen, ich würde mal sagen so ab 20, 25, 30 Mitarbeitern aufwärts, wo ich
aus allen Bereichen Mitarbeiter, Führungskräfte, Spezialisten zusammenziehe, um regelmäßig zentral über Themen des BGM zu sprechen, Maßnahmen auszuwerten, Maßnahmen zu evaluieren, bei weniger erfolgreichen Maßnahmen zu ergründen, warum sind diese nicht erfolgreich, um da dann auch frühzeitig gegenzusteuern. Das Ganze kann entweder intern als wie auch immer gearteter BGM-Beauftragter geleitet werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, dass das Ganze gesteuert wird durch einen externen BGM-Manager. Warum extern? Nun, oftmals haben wir die Situation, dass interne Mitarbeiter auch da dann in der Moderation in so einem Spannungsfeld sind. Es ist der Kollege einerseits, es ist der Untergebene andererseits. Und da ist es oftmals wesentlich effizienter, einen externen BGM-Manager, der auch nicht diese Scheuklappen vielleicht im Unternehmen hat, einzusetzen, um dann halt wirklich effizient und punktgenau genau die Themen zu erarbeiten, auch die richtigen Fragen natürlich zu stellen im Prozess, um einen solchen Gesundheitszirkel effektiv nach vorne zu bringen. Dann natürlich, wenn ich weiß, wo ich bin, wo ich hin möchte, ein Plus-3-Jahres-Projekt aufsetzen, +3 Jahre deswegen. Wir rechnen standardmäßig immer 3 Jahre von psychischer Gefährdungsbeurteilung zur nächsten. Das sollte für die meisten Unternehmen ganz gut passen. Und innerhalb dieser 3 Jahre, dieses 3-Jahres-Projekts, haben wir dann nochmal 3 jahreszyklische Teilprojekte, die dann dem PDCA-Zyklus folgen. Ich hatte es eingangs angesprochen, das BGM-Leitbild. Ich möchte Ihnen hier mal ein Beispiel geben. Die Situation ist hier, ich habe ein sehr breit und aufgestelltes Unternehmen mit sehr vielen Außenstellen, mit einer zentralen Leitung, die regional begrenzt oder regional eingeschränkt quasi ganz Deutschland da zu betreuen hat. Ich lese es kurz vor. BGM der Great Place GmbH möchte die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten und fördern, um den eigenen Anspruch, glückliche Kunden durch glückliche Mitarbeiter gerecht zu werden und sich zukünftig als gesundes Unternehmer am Markt zu positionieren. Kurz zur Erklärung, die Situation war die, die Mitarbeiter, die draußen in den einzelnen Stationen tätig waren, waren wenig zufrieden und diese Unzufriedenheit hat sich teilweise auch auf die Qualität in der Kundenkommunikation ausgewirkt. Natürlich ein eher suboptimaler Zustand. Dazu soll die biopsychosoziale Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen gefördert werden. Also es sollen sowohl Maßnahmen aufgesetzt werden, die die körperliche Leistungsfähigkeit, die psychische, aber auch die soziale Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter fördern. Wir haben also sowohl körperlich-seelische Probleme erfasst in der psychischen Gefährdungsbeurteilung als auch gewisse soziale Problematiken aufgezeigt. Insbesondere soll die individuelle Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter gefördert werden. Die Mitarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, ihr Arbeitsleben mit ihrem Familienleben in eine positive Balance bringen zu können. Wir haben also die Schwierigkeit bei den Mitarbeitern, dass die, ja, dadurch, dass sie halt in sehr kleinen Subeinheiten arbeiten, eher einen geringen Kontakt zu den Führungskräften haben und von daher die individuelle Kompetenz auch gefördert werden soll. Wichtiges Thema bei der Befragung war auch so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir hatten in den Außenstellen die Situation, dass ein sehr hoher Anteil an weiblichen Arbeitskräften da war, die immer mal wieder die Problematik hatten, Kinder in der Schule, im Kindergarten, in der Kita, dann sind die Kinder mal krank und so weiter. Also durchaus Sachen, wo sich, ich sag mal, Mami kümmern musste, sich aber vielleicht nicht unbedingt kümmern konnte. Oder wenn sie dann ausfiel, die Mehrbelastung für die anderen Mitarbeiter sehr groß wurde. Ja, es sollen verhaltens- und verhältnisbezogene Maßnahmen im Dialog mit der Belegschaft und den externen Dienstleistern implementiert werden. Besonders soll die dezentrale Struktur dabei berücksichtigt werden. Also ganz klar, verhaltensbezogene Maßnahmen einerseits, verhältnisbezogene Maßnahmen andererseits. Die Rahmenbedingungen, aber auch das individuelle Handeln der Mitarbeiter soll gefördert werden. Da wurden die externe Dienstleister eingesetzt und natürlich auch hier die dezentrale Struktur.
Strukturen und Prozesse werden so gestaltet, dass eine nachhaltige Prävention erreicht werden kann. Alle beteiligten Akteure sollen in einen permanenten Kommunikationsprozess eingebunden werden, um unter anderem eine Identifikation mit der Unternehmenskultur zu ermöglichen. Wir haben bei den Befragungen leider feststellen müssen, dass es einen sehr großen Anteil gab an Mitarbeitern, die schon ja, dieses Phänomen der inneren Kündigung gezeigt hatten. Und das ist natürlich eine Sache, die ist sehr schwierig für ein Unternehmen. Auch das war eines der Handlungsfelder, die entsprechend bearbeitet werden sollte. Kommen wir zum Punkt, die DIN-SPEC 1920. Und das ist so quasi die optimalste Form eines ganzheitlichen BGMs. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle Punkte eingehen, sondern eigentlich nur mal so eine Übersicht geben, was die DIN-SPEC bedeutet. Wir haben hier einerseits die Aufgabe, erstmal im Unternehmen eine wie auch immer geartete Organisation zu schaffen. Im zweiten Schritt müssen definitiv die Führungskräfte eingebunden werden. Wir sehen es hier, Führungsverhalten, Führung, Selbstverpflichtung der Leitung und so weiter. Also ohne, dass ich meine Führungskräfte wirklich aktiviere, wird es ausgesprochen schwierig, ein ganzheitliches BGM überhaupt umzusetzen. Dann natürlich Bereitstellung von Ressourcen im Betrieb, die betriebliche Planung ist ein wichtiger Punkt. Aber auch die Evaluation der Leistung, also nicht einfach nur wir machen irgendwas, sondern ganz klar der Auftrag auch an die Spezialisten, an den BGM-Beauftragten, den BGM-Manager, führe eine Evaluation durch, mess, wie funktioniert das Ganze. Mach dir Gedanken um Kennzahlen. Kennzahlen, ganz wichtiges Element. Wohl harte als auch weiche Kennzahlen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, im Unternehmen auch eine DIN-SPEC 1920 umzusetzen, wenn ich schon über eine 9001-Zertifizierung verfüge oder 9001 angelegte Prozesse im Unternehmen habe. Wir sehen hier auf der einen Seite die DIN-SPEC-Punkte. Wir sehen hier die ISO 9001, 2008, aber auch passend 2011, 13, 15. Wo habe ich hier Ansatzpunkte, wo war ich hier Schnittstellen? Und man sieht hier in der Übersicht eigentlich ganz gut, dass wir eine ganze Menge Parallelen haben, die sich teilweise einfach nur um veränderte Begriffe drehen. Der Vorteil für Sie als Unternehmer ist ganz klar, habe ich eine zentrale, qualitativ hochwertige Struktur auch in meinem BGM, habe ich in der heutigen Situation, am heutigen Arbeitsmarkt definitiv einen USP und den sollte man dann auch entsprechend den Kunden gegenüber herausstellen. Ja, was erwarten meine Mitarbeiter bzw. auch meine Bewerber heute vom Unternehmen? Ich habe dazu eine sehr interessante Studie gefunden, die unter anderem von Monster.de angestoßen wurde, mit verschiedenen anderen Universitäten zusammen. Es wurden über 7000 Stellensuchende in dem Fall befragt, wobei man ganz klar sagen muss, aus der täglichen Praxis ist relativ egal, ob ich jetzt Stellensuchende habe oder auch bestehende Mitarbeiter. Die Wünsche sind nahezu dieselben. Ich habe es mal so ein bisschen gegenübergestellt. Betriebsklima, ein ganz wichtiger Punkt, den wir unter anderem auch bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung abprüfen. Waren 2004 noch ungefähr die Hälfte, 50% der Mitarbeiter, die sagten, ja, Betriebsklima ist wichtig für mich bei der Auswahl des Unternehmens, aber auch im Unternehmen selber. Haben wir 2015 94,3, also fast jedem ist die Bedeutung oder ist ein gutes Betriebsklima sehr, sehr wichtig. Ein Anstieg von 88,6%. Flexible Arbeitszeiten war 2004, wurde es entweder nicht abgefragt, das ging leider da nicht so ganz hervor. Aber heute flexible Arbeitszeiten für fast 86% der Mitarbeiter, ein absolutes Top-Thema. Nicht einfach das typische von 8 bis 12, von 13 bis 16 Uhr die Arbeitszeiten, sondern flexibel sein. Karrieremöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen, auch fast 85%. Weiterbildung, Wissensaustausch, mittlerweile auch deutlich über 80% der Mitarbeitern, ein wichtiger Punkt. Gerade auch hier, es sind nicht nur junge Mitarbeiter, denen das wichtig ist, sondern auch ältere Mitarbeiter, ältere Bewerber.
zum Schluss, und das finde ich am bemerkenswertesten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. War es 2004 noch ungefähr jeder Vierte, dem das wichtig war, sind es heutzutage mehr als 2/3 der Mitarbeiter bzw. der Bewerber, ein Anstieg von 151%. Ich glaube, da sollte jeder Unternehmer, egal ob kleines Unternehmen, Mittelstand oder großes Unternehmen, sich Gedanken machen, das wird einer der Faktoren sein, die in Zukunft immer wichtiger werden. Ich hatte es eben in dem Beispiel auch angesprochen, wir haben natürlich auch negative Seiten, wir haben Schattenseiten. Hier aus der Studie raus, mir liegt der Erfolg meines aktuellen Arbeitgebers am Herzen. Gerade mal 57% sind es heutzutage noch, die sagen, mir ist meine Firma wichtig, mir liegt der Erfolg meines Unternehmens am Herzen. Tendenz massiv fallend, wir sehen hier 6% minus. Auf der anderen Seite auch der Wille, etwas mehr vielleicht zu tun. Ich engagiere mich über meine vertraglichen Verpflichtungen hinaus für meinen Arbeitgeber. Auch nur noch gut etwas über 60%. Auch da ein deutlicher Abwärtstrend. Hierin zeigt sich sehr deutlich das Phänomen der inneren Kündigung. Dienst nach Vorschrift. Ja, ich habe meinen Job, der ist okay. Aber ich weiß nicht, ob ich den großartig jetzt fördern will. Ich mache das einfach mal. Das ist so die Grundstimmung, die hier herrscht. Positiv, was habe ich für Möglichkeiten? Hier am Beispiel Homeoffice-Modelle. Knapp 85% entfallen von Pendelzeiten. Ich kenne es aus der eigenen Praxis. Wir hatten früher unser Büro in Essen, sind von Langenberg aus nach Essen, wenn es blöd lief, fast eine Stunde gefahren. Mit 2 Personen waren das morgens 2 Stunden. Das konnte auch schon mal jede Woche so passieren. Das sind dann 10 Stunden Arbeitszeitverlust jeden Tag und das nur auf dem Hinweg zur Arbeit. Oftmals standen wir am späten Nachmittag genauso wieder im Stau. Ja, 10, 15, 20 Stunden Pendelzeitausfall, das ist schon enorm. Räumliche Unabhängigkeit. Ich muss nicht irgendwo ins Büro reinfahren. Ich bin räumlich unabhängig. Ich kann auch mal vielleicht im Café sitzen und da arbeiten. Oder ich kann von irgendwo, wo es vielleicht gerade angenehmer ist, arbeiten. Verbesserte Work-Life-Balance. Auch deutlich über 2/3 der Mitarbeiter, die es als positiv bewerten. Und ein ganz wichtiger Faktor, eine erhöhte Eigenverantwortung. Die eine oder andere Frage bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung dreht sich genau darum. Bist du mit deiner Situation, mit deiner Arbeitsorganisation zufrieden? Hast du genug eigene Verantwortung oder auch nicht? Wie sieht es da aus? Ja, zum Abschluss, welche Beispiele und Ansatzpunkte gibt es für BGM-Maßnahmen? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ein möglichst ganzheitliches BGM aufsetzen möchte. Definitiv sollte ich schon im Vorfeld mir Gedanken machen, bevor die Mitarbeiter überhaupt im Unternehmen drin sind. Setzt BGM als USP, als besonderes Merkmal, optimalerweise natürlich ein nachweisbares, optimal dienstspec-orientiertes BGM schon im Recruiting ein. BGM im Mittelstand ist noch Neuland, wie unsere Kanzlerin vor einiger Zeit mal in Bezug aufs Internet sagte. Es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die überhaupt ein nachhaltiges, umfassendes BGM haben. Und das kann ich heutzutage, und das sollte ich eigentlich heutzutage schon ganz fest auch im Recruiting und in der Mitarbeiterbindung einsetzen. Fangt nicht nur bei den älteren Mitarbeitern an oder bei gewissen Mitarbeitergruppen, fangt ganz am Anfang an. Azubis mit einsetzen, denn wenn der Azubi heute lernt, der vielleicht 17, 18, 19 ist, ja, der hat vielleicht nicht so schnell Rückenbeschwerden, Haltungsbeschwerden, aber wenn der lernt, sich seine Freiräume, seine Bewegungsabläufe optimal, sich darüber Gedanken zu machen, dann wird das auch, wenn er 30, 35, 40 ist, genauso verinnerlicht haben. Also fangen Sie bei BGM-Maßnahmen schon auf der Ebene an, bei den Azubis. Wichtig sind auch einfache Maßnahmen am Arbeitsplatz anbieten. Es bringt also nichts, wenn ich irgendwo meine Mitarbeiter denen irgendwas anbiete. Wir haben den Fall hier bei uns lokal gehabt. Wir haben eine große Sparkasse, die regional sehr weit verteilt ist.
Es werden BGM-Maßnahmen angeboten, aber kaum einer geht hin, weil sie es einfach während der Arbeitszeit gar nicht schaffen. Ja, was bringt mir das, wenn irgendwo 15 Kilometer entfernt ein Sportkurs läuft und ich da in der Mittagspause hin muss? Allein die Fahrerei fordert deutlich mehr Zeit als das, was mir überhaupt zur Verfügung steht. Von daher sollte man auch immer mal schauen, kann ich BGM-Maßnahmen am Arbeitsplatz, und das heißt wirklich am Schreibtisch, an der Maschine oder in der Nähe anbieten. Einer unserer Dienstleister zum Beispiel hat sich darauf spezialisiert, EMS-Training am Arbeitsplatz zu machen. Er kommt mit seiner Elektroausrüstung ins Büro, ins Callcenter, an den Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter können dort mit der normalen Kleidung ein gewisses Training machen. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie in einem Studio, aber angepasst darauf, die müssen nicht weg. Und das sind Maßnahmen, die werden auch akzeptiert. Weiterbildungsmaßnahmen. Weiterbildungsmaßnahmen natürlich insbesondere für Führungskräfte. Aus zwei Gründen. Einerseits kann ich Weiterbildung hier als Belohnung einsetzen, als Förderung einsetzen. Zum anderen kann ich Führungskräfte aber auch weiterbilden, um zum Beispiel als Vorwarnstufe für Burnout zu dienen. Wir bieten dazu zum Beispiel ja unser Leadership-Training ab nächstem Jahr sehr intensiv an, wo die Führungskraft einmal für sich lernt, tritt mal auf die Bremse, check dich, plane deinen Ablauf, damit du nicht ins Burnout reinläufst. Auf der anderen Seite aber wesentlich intensiver auch die Führungskraft, den Teamleiter, den Meister dazu zu qualifizieren, festzustellen, wo sind meine Mitarbeiter potenziell gefährdet, um dann frühzeitig Maßnahmen einzuleiten. Das kann im Bereich Burnout sein, dass ich mir auch Arbeitspläne überlege, Schichtpläne überlege, die besser zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter passen. Das heißt aber auch, vielleicht mal ein offenes Ohr zu haben, auch vielleicht im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs, wenn ich vielleicht auch massive private Herausforderungen habe, eine Scheidung, eine Trennung, Probleme mit den Kindern und so weiter. Auch da natürlich ist die Führungskraft jetzt nicht der Pfarrer, wo sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Herz total ausschütten wird. Aber ich kann im gewissen Rahmen da auch Empathie zeigen und damit meine Mitarbeiter vielleicht früher schon mal einfangen und denen auch Angebote zukommen lassen, sodass sie dann nicht in irgendwelche Problematiken, entweder Burnout- oder Suchtproblematiken, reinkommen. Ganz wichtiger Faktor, Gesundheitskommunikation. Was bringt es mir, wenn ich irgendwo eine tolle Maßnahme habe und keiner weiß es? Ja, also das Marketing. Ich muss BGM als internes Projekt, als kleine interne Firma irgendwo auch natürlich vermarkten. Und vermarkten heißt nicht nur, ich mache heute Werbung dafür und dann war es das, sondern ich muss das Ganze permanent bewerben. Kein Unternehmen am Markt, bei Autofirmen zum Beispiel, die könnten auch sagen, so, wir sind jetzt Firma sowieso, wir bleiben jetzt am Markt, wir sind am Markt und gut und wir haben jetzt irgendwann mal Werbung gemacht, jetzt braucht man das nicht mehr. Große Firmen, selbst Top-Konzerne, haben eine permanente Werbung. Immer mal wieder was Neues, immer mal wieder auch ins Gedächtnis der Leute zurück reinbringen. Ich hatte jetzt letzte Anfrage oder habe da mit einem Kunden gesprochen, da ging es darum, ja, wir haben einen Gesundheitstag gemacht und irgendwie ist da nichts rausgekommen. Ja, wie wurde der Gesundheitstag nachbearbeitet? Wurden da nochmal Ergebnisse in die über interne Vertriebskanäle, Kommunikationskanäle gebracht? Fand leider nicht statt. Ja, was bringt mir das dann, wenn ich keine Kommunikation habe? Kommunikation muss ein wichtiges Thema sein. Und ganz klar, BGM ist nicht nur ein einmaliger Baustein oder eine einmalige Angelegenheit, sondern ganz klar ein durchgehender, evolutionärer Prozess, der dadurch, dass er dem PDCA-Zyklus permanent folgt, sich immer weiter verbessert, immer wieder den Mitarbeitern sich annähert, die Bedürfnisse abfragt und versucht, diese Bedürfnisse auch im gewissen Rahmen zu befriedigen. Fragen blieben dann zum Schluss Gott sei Dank keine mehr offen. Ich möchte da dann auch noch mal kurz auf die Fragen zurückkommen. Ja, wofür steht das 4.0? Wir reden heutzutage von der Industrie 4.0. Wir reden von dem Recruiting 4.0. Unter dem, sagen wir, Label 4.0 lief auch die ganze Zukunft Personal dieses Jahr. Also
auch BGM 4.0. Wir müssen uns den aktuellen Trends anpassen und auch dafür ein ganzheitliches System sorgen. Ja, wie sensibilisiere ich die Unternehmen? Das war die zweite Frage. Ganz klar, psychische Gefährdungsbeurteilung muss jedem Unternehmer klar sein, das muss gemacht werden. Mache ich es nicht, begehe ich eine Straftat, zumindest aber eine Ordnungswidrigkeit. Man sollte aber nicht nur mit dem dicken Hammer draufhauen, sondern auch ganz klar sagen, BGM bringt was. Wir haben zahlreiche Studien, die gezeigt haben, BGM bringt mindestens einen Return on Invest von 1 zu 3. Das heißt, ich investiere 1.000 Euro und kriege aber 3.000 Euro wieder raus. Investiere 10.000 Euro und kriege 30.000 Euro wieder raus. Ja, also es ist nicht so, dass BGM nur unter den Kosten zu sehen ist, sondern BGM nutzt auch. Vielleicht nicht unbedingt immer direkt in der Kasse sichtbar, aber mittelfristig, wenn sie geringere Ausfallzeiten haben, bessere Qualität haben, das macht auch Sinn. Mitarbeiter motivieren, klar. Abfragen, was wollen die Mitarbeiter und dann Maßnahmen entsprechend planen. Wie wird BGM ganzheitlich? Optimalerweise sich an der DIN-Spec zumindest orientieren. Alle Ebenen im Unternehmen mit einbinden, bei den Führungskräften anfangen, Führungskräfte sensibilisieren, dann habe ich auch da meine Multiplikatoren. Ja, zum Schluss die Frage, sinnvolle und sinnlose Maßnahmen. Das war eine sehr interessante Frage. Ich sag mal so, sinnlose Maßnahmen kenne ich nahezu gar nicht. Vielleicht, wenn ich dem Gerüstbauer sagen würde, er soll Yoga oben auf dem Gerüst machen oder dem Dachdecker da sagen, ich weiß nicht, ob der oben auf dem Kirchdach ungefähr dann anfangen würde, irgendwelche lustigen gymnastischen Übungen zu machen. Das wäre vielleicht eine eher sinnlose Maßnahme. Sinnvoll sind aber definitiv alle die Maßnahmen, die darauf begründet sind, dass ich sagen kann, ich habe meine Mitarbeiter befragt, ich weiß, was für Bedürfnisse meine Mitarbeiter haben und dementsprechend plane ich meine Maßnahmen. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht befrage und vollkommen an den Bedürfnissen vorbeigehe, dann ist natürlich die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen ein bisschen schwierig. Ja, zum Schluss, wir hatten eingangs unseren kleinen Legostein und das kann BGM sein. Eine schöne, bunte Zusammenstellung, ein ganzheitliches, buntes Ganzes an Maßnahmen, an Möglichkeiten, an Angeboten, die Sie als Unternehmer Ihren Mitarbeitern, Ihren Führungskräften angedeihen lassen können. Ja, das war dann mein Vortrag. Es war, denke ich mal, sehr informativ auch für die Leute, die dort vor Ort waren. Und wie gesagt, gerne stehe ich auch hier für Rückfragen zur Verfügung, sowohl natürlich per Mail als auch telefonisch. Selbstverständlich führen wir auch kostenlose Erstgespräche und allgemeine Informationsgespräche durch. Dazu einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen und ich setze mich dann gerne mit Ihnen in Verbindung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.